Herzliche Grüße aus dem Moba-Keller. Heute gibt es ein neues Jubiläums-Special. 3500 Abonnenten. Vielen herzlichen Dank dafür. Eigentlich hätte der Film schon bei 3000 Abonnenten kommen sollen, aber die Arbeiten haben sich doch etwas länger hingezogen. Dafür wartet jetzt ein spannender Film auf euch, vollgepackt mit interessanten Einblicken in die nordamerikanischen Eisenbahnen. Überschwere Dampfloks. Stromlinienzüge in der goldenen Ära. Überlange Güterzüge. Wo könnte das sein? Natürlich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir schauen uns Folgendes an. Containerverkehr in überdimensionalen Ausmaßen. Autotransport der Superlative auf der Schiene. Verschiedene Diesellokomotiven. Zwei sehr auffällige Dampflokomotiven. Die wohl bekannteste Elektrolok in den USA. Eine kleine Auswahl an nordamerikanischen Güterwagen. Und zwei Luxuszüge. Aufgrund der Länge dieses Videos lade ich das Ganze in 5 Teilen hoch. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Teil 1. Seit der ersten Eisenbahngesellschaft, der Baltimore and Ohio Railroad im Jahre 1827, hat sich im Laufe der Zeit vieles verändert. Am 10. Mai 1869 feierte man die Vollendung der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke. Es kommen immer größere Dampfloks zum Einsatz, darunter die sogenannte Cab Forward und der Big Boy. Ab den 1920er Jahren setzten die Bahngesellschaften erstklassige Personenzüge ein, welche sich in Bezug auf Luxus, Fahrverhalten und Aussehen stets übertrumpfen wollten. Oh.
Auch wenn landesweit fast ausschließlich auf Dampf- und Dieselmaschinen gesetzt wurde, entwickelten ein paar Bahnen auch Elektrolokomotiven. Die wohl bekannteste von allen war die GG1. Dazu etwas mehr Informationen später in diesem Film. Nach einigen Krisen und der immer größer werdenden Konkurrenz von Straße und Luftfahrt gründete der US-amerikanische Staat Amtrak, die ab diesem Zeitpunkt sämtliche Fernverkehrszüge im Personenverkehr übernahm. Noch heute deckt Amtrak fast den gesamten Passagierfernverkehr in den USA ab. Außerhalb der US-Metropolen prägen kilometerlange Güterzüge das Bild. Bis auf wenige Strecken, darunter der Northeast Corridor, NEC, zwischen Washington DC und Boston, sind die Strecken ohne Fahrleitungen ausgerüstet. Deshalb verkehren die meisten Züge im Land mit Dieselloks. Zu den sogenannten Class 1 Bahnen, also die größten in den USA, gehören die Union Pacific, die BNSF, die CSX oder die Norfolk Southern. Die Kansas City Southern, KCS, ebenfalls eine Class-1-Bahngesellschaft, fusioniert dieses oder nächstes Jahr mit der Canadian National. Weitere Informationen zu dieser Fusion werden zukünftig auf den Webseiten der beiden Bahngesellschaften veröffentlicht. Burlington Northern and Santa Fe, BNSF, entstand durch die Fusion der Burlington Northern und der Santa Fe und hat heute ihren Firmensitz in Fort Worth, Texas. Als zweitgrößte Bahngesellschaft der USA befährt sie ein Streckennetz von rund 52.000 Kilometern. Zur Flotte gehören rund 7.700 Lokomotiven und etwa 77.000 Güterwagen. Mm-hmm.
Die Union Pacific, UP, mit Sitz in Omaha, Nebraska, ist heute noch die einzige seit Gründung im 19. Jahrhundert verbliebene Ursprungsbahn. Seit der Einführung von Diesellokomotiven blieb die Union Pacific bis heute ihrem attraktiven Farbschema in gelber Farbe treu. Im Laufe der Zeit übernahm die Union Pacific diverse Bahngesellschaften. Dazu gehören die Denver and Rio Grande Western Railroad oder die Southern Pacific Railroad. Heute ist sie die größte Eisenbahngesellschaft in den USA. Rund 51.000 Kilometer Streckennetz. Über 8.000 Lokomotiven und über 64.000 Güterwagen. Das sind für eine Bahnunternehmung schon beeindruckende Zahlen. Die CSX oder CSX entstand durch viele Fusionen von etlichen Bahngesellschaften, angefangen mit der Fusion der Atlantic Coastline Railroad mit der Seaboard Airline Railroad. Weitere Bahngesellschaften aus der Anfangszeit, darunter bekannte Namen wie Chesapeake and Ohio Railway, die bereits erwähnte Baltimore and Ohio Railroad oder die Western Maryland Railway, operierten ab Juni 1973 als Tochtergesellschaften der neu gegründeten Holdinggesellschaft Chassis System Incorporation. Im November 1980 fusionierte die Chassis System mit der Seaboard Coastline zur CSX Corporation. 1987 wurden sämtliche in der CSX-Gruppe vorhandenen Bahnen, egal ob Tochtergesellschaften oder Übernahmen, in die CSX Transportation integriert. Alle Namen, die im Betrieb als Tochtergesellschaften noch existierten, sind verschwunden. CSX steht für Chassis Seaboard Consolidated. Das X steht sozusagen als Beweis für die vollzogene Fusion. Denn das amerikanische Rechtssystem kennt eigentlich nur Schwarz und Weiß und muss deshalb bis ins kleinste Detail definiert werden. Ach ja, die letzte große Übernahme der CSX fand im Jahre 1999 statt. Die Conrail, welche sich ebenfalls aus verschiedenen Ostbahnen zusammensetzte, wurde von der CSX und der Norfolk Southern im Verhältnis 48-52% aufgeteilt. Die CSX hat ihren Firmensitz in Jacksonville, Florida. Rund 3.500 Lokomotiven und ca. 51.000 Güterwagen verkehren auf dem ungefähr 32.000 Kilometer großen Streckennetz. Die Norfolk Southern entstand ebenfalls durch eine Fusion.
1982 vereinigten sich die Norfolk and Western Railroad und die Southern Railroad zusammen, zuerst unter der Holdinggesellschaft Norfolk Southern Corporation. Dann, 1990, fusionierten die beiden zur heutigen Norfolk Southern Railroad. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Norfolk, Virginia. Auf einem Streckennetz von rund 31.000 Kilometern sind über 4.100 Lokomotiven und über 62.000 Güterwagen im Einsatz. Das Logo im eleganten Schwarz-Weiß mit einem Pferd erinnert stark an das Logo eines italienischen Autobauers. Es gibt noch viele weitere interessante US-Bahngesellschaften. Das Internet steht euch zur Verfügung. Für den Modellbahner bieten diverse Hersteller eine Riesenauswahl an nordamerikanischen Lokomotiven, Güter- und Personenwagen an. Dazu gehören Scaletrains, ExactRail, Kato, Atlas, Intermountain, Broadway Limited Imports oder Athern. Dies war Teil 1. In Teil 2 stellen wir euch ein paar moderne Lokomotiven vor. Klickt einfach auf den Link gleich im Abspann, um bequem zum nächsten Teil zu gelangen. Bis später!